Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz zum Gespräch mit den beiden Trainern nach dem heutigen Spiel der Star Bulls Rosenheim gegen die Lindau Islanders im Rosenheimer Hofer-Stadion. 900 Zuschauer genau waren heute hier auch im Stadion da. Und die haben einen 11:1 Heimsieg der Star Bulls Rosenheim gesehen. Die anderen beiden Spiele, die heute stattfinden, da ist das letzte Drittel noch ziemlich jung. Memmingen führt gegen Peiting mit 2:1 und zwischen Wein und Deggendorf, da steht es 3:3. Ja, ich darf ganz herzlich begrüßen Stefan Wiedmeier, Trainer von unseren Gästen aus Lindau, später dann natürlich auch noch den John Sitschinski. Ja, Stefan, unglücklicher kann ein Spiel, glaube ich, nicht beginnen. Zweites Spiel für deinen Neuzugang Nolan Redler und dann die erste Minute und dann gleich so ein böser Zwischenfall, so eine ärgerliche Verletzung. Ja, natürlich die erste Frage, ob es schon irgendwelche Informationen geht, wie es deinem Spieler geht und natürlich inwieweit sich das dann ausgewirkt hat auf das Spiel deiner Mannschaft. Ja, mal einen schönen guten Abend. John, gratuliere dir und deinem Team zu dem verdienten Sieg. Informationen habe ich noch keine. Also er war bei den Sanitätern, man hat ihn aber jetzt nicht ins Spital geführt. Er fährt jetzt mit uns nach Hause und dann, wenn wir die ersten Check-ups machen, wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist, wie es ausgeschaut hat. Aber ja, dabei kann man noch nichts sagen. Und dabei, er hat jetzt wieder ein bisschen Farbe im Gesicht, das ist einmal gut in der Kabine. Auswirkungen zu dem Spiel, muss ich sagen, ja, natürlich war es ein bisschen ein Schock für uns, vor allem unser junges Line-Up. Wir haben da, ich glaube, 3 18-Jährige, 4 19-Jährige gehabt. Natürlich, wenn du das siehst und dann vor allem die Hochkaräter, was bei euch im Line-Up sind, da hast du natürlich dann, wo du schon am Anfang ein bisschen Respekt hast, dann noch einmal vielleicht ein bisschen am Funken mehr Angst. Aber trotzdem, ich kann jetzt meiner Mannschaft da jetzt ab 11:1 nicht viel vorwerfen. Wir haben gekämpft, wir haben gefightet. Man darf nicht vergessen, ihr habt schon eine Qualität in eure Reihen. Und wir haben euch ja 2 Spiele ja ärgern dürfen. Da habt ihr uns ein bisschen ärgern lassen. Und jetzt die letzten 2 Spiele habt ihr einfach gesagt, okay, ihr habt es 2-mal geärgert, ihr habt leider den Sack nicht zugemacht. Und jetzt sind wir halt 2-mal halt bestraft worden für jeden Fehler. Und ja, da ist schon Qualität in den Reihen. Aber wie gesagt, meine Jungs, die haben wirklich heute versucht, alles zu geben. Vor allem bei so jungen Spielern, da wird jeder Fehler eiskalt bestraft. Aber trotzdem, sie haben Moral gezeigt, das ist schon einmal wichtig. Und ich hoffe, sie lernen einige Dinge. Und für uns kommen die Partien noch an, so wie Dienstag. Das ist das Spiel, wo wir hoffen, oder wo der Gegner dann wieder in unserer Reichweite hoffentlich ist. Und so wie da heute, da kannst du einfach so wie beim ersten Spiel vielleicht 11 Torschüsse haben und dann 50 Minuten führen. Das ist dann alles absolut glücklich, muss man sagen. Und das war heute einfach nicht der Fall. Also Rosenheim war von der ersten Minute bereit. Und ja, muss man sie nicht gratulieren. Ja, sehr bescheidenes Statement. Ehrt dich natürlich. Man hat gesehen, im letzten Drittel, die Mannschaft hat sich trotzdem noch so gegen jedes Gegentor, was möglich gewesen ist, gewehrt und auch noch dann im letzten Drittel 4-5 hochkarätige Chancen gehabt, sich mit Sicherheit noch einen zweiten, dritten Treffer vielleicht verdient gehabt. Also das hat man gesehen, das hat man gespürt. Das sind keine Floskeln, die du dahin sagst. Das hat, glaube ich, jeder hier im Stadion und jeder, der am Fernsehen dabei war, auch so gesehen. Frage, dein Torwart Matthias Nemeth haben wir vermisst heute, vielleicht auch der ein oder andere Lindauer, der zugeschaut hat. Was war der Grund und war das vielleicht auch ein kleiner Faktor heute, dass dann doch die Gegentore gefallen sind? Nein, überhaupt nicht. Also ich finde, Hecki ist ein super Tormann und er war jetzt auch lang nicht im Spiel. Und für uns ist es wichtig, also das Programm in den nächsten Wochen ist ja für uns ziemlich zäh, vor allem wir haben ein semi-professionelles Team, das heißt, oder eigentlich 80% unserer Spieler arbeiten und das wird natürlich viel Kräfteraum und das war der Grund, warum wir jetzt einmal den David spielen haben lassen und dem Matthias eine Pause geben wollten, weil jetzt natürlich die nächsten Wochen sind für uns ziemlich zäh und wir werden eine gute Torhüterleistung benötigen, um Punkte für uns einzufahren können. Also die Botschaft ist, Matthias Nemeth ist fit und ist auch wieder in den nächsten Spielen im Kader. Ja, also Matthias brennt, hätte auch heute gerne gespielt, aber wie gesagt, wir haben gute Tormänner und ich muss den anderen Tormann auch noch eine Chance geben oder spielen lassen, weil er war jetzt auch
durch die Covid-Pause und früher war auch noch 3 Wochen der David weg. Dann ist er 5 Wochen leider weg vom Spielbetrieb. Und dann in das kalte Wasser reinzuhauen, wo nachher vielleicht die Spiele, wo für uns dann extrem wichtig wären, das wollte ich nicht zulassen. Und er hat im Training super gespielt und darum hat er auch im Training super Leistungen gebracht. Und darum hat er heute gespielt und ich wollte den Matthias noch einmal die Möglichkeit geben zum Verschnaufen, weil die nächsten Wochen wird er wahrscheinlich nicht viel Verschnaufpausen haben. Ganz kurz letzte Frage, ihr habt am Dienstag schon gespielt, habt den Favoriten aus Weiden, ihr wart ihm ebenbürtig, hättet euch mindestens einen Punkt verdient gehabt, vielleicht sogar mehr, dann leider unglücklich verloren. Hat euch das so ein bisschen runtergezogen? Wäre es mit einem Positiverlebnis vielleicht heute die breitere Bus da gewesen? Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, der John hat mit seiner Mannschaft auch uns analysiert, hat gesagt, wahrscheinlich, hey, schaut, die haben den ersten Long geärgert, hätten mit ein bisschen mehr Glück oder vielleicht den Powerplay mit mehr Kaltschnäuzigkeit vielleicht den Sieg vielleicht sichern können. War leider nicht so. Und wie gesagt, ich glaube, die waren halt von Anfang an bereit, euer Team oder die Rosenheimer Mannschaft. Und das muss man einfach dann einfach anerkennen. Und wie gesagt, nochmal, ich halte die Moral, wie du es schon angesprochen hast, von meiner Mannschaft war trotzdem gut. 60 Minuten, das Ergebnis ist halt leider ziemlich hoch. Aber ich muss trotzdem sagen, wenn ich jetzt in die Kabine schaue, die Köpfe hängen nicht runter. Jeder weiß, was es in den nächsten Wochen geht. Das ist schon einmal super. Und wie gesagt, wir werden unsere Punkte holen. In den nächsten Wochen, wir werden alles geben, weil die Jungs, die sind bereit und die sind heiß und ja, wir werden alles versuchen, in den nächsten Wochen in die Waagschale zu legen. Gibt es noch Fragen von der Presse an den Stefan? Ja, Stefan, dann auf jeden Fall danke und ich glaube im Namen auch des gesamten Vereins und des Anhangs der Rosenheimer. Gute Besserung an deinen Spieler, Nolan Redler. Und wir wünschen dir, dass du ganz, 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 ganz bald wieder die Qual der Wahl hast, welchen von deinen drei Importspielern dann auch im jeweiligen Spieltagskader stehen dürfen. Gute Heimreise euch, gute weitere Saison, alles Gute. Danke. Da kommt der John Sitschinski her, dem ich natürlich auch erstmal zu den 3 Punkten beglückwünsche, drückst noch drauf, dann ist es an. Und du hast im Vorfeld der Partie gesagt, du erwartest von deiner Mannschaft kein schönes Spiel, aber ein erfolgreiches, wenn man auf die Anzeigetafel schaut. Erfolgreich ist es definitiv, aber es war auch sehr bald, sehr früh und sehr oft auch ganz schön. Ja, guten Abend. Erstmals auch von meiner Seite gute Besserung an der Rattler. Das hat wirklich nicht gut ausgeschaut und nach einer 3 Wochen Pause, ich habe auch unser Beginn ein bisschen anders vorgestellt. Ich denke, wir haben das Spiel in die ersten 9 Minuten gewonnen, weil wir 7 Minuten in Unterzahl waren und haben auch 1-0 geführt. Die Kombinationen haben funktioniert, die 4 Blöcke, alle haben ihren Teil dazu beigetragen mit schönen Toren. Die 2 Überzahlformationen, die waren ein bisschen umgestellt, die haben auch funktioniert. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe das wirklich nicht erwartet. 3 Wochen Pause. Okay, die Beine kommen als allererste zurück, aber die Hände und die schnellen Entscheidungen noch nicht. Aber heute war sehr positiv. Aber wir werden nicht überheblich, weil am Sonntag kommt ein sehr hartes Spiel in Degendorf. Heute 2 Debütanten im Rosenheimer Trikot, Brock Trotter und Brett Schäfer. Man kann vielleicht sogar den Maxi Hofbauer noch dazu nehmen, der sein erstes Spiel seit 8 Wochen, also seit fast 2 Monaten heute bestritten hat. Welcher dieser 3 hat dir heute am besten gefallen? Ja, ich werde keine rausnehmen. Man sieht einfach vom Brock Trotter, alles was er macht, ist wirklich sehr kalkuliert. Der ist sehr clever, der sieht das Spiel sehr gut. Wie wir Brett Schäfer beschrieben haben, der ist sehr ehrgeizig und läuferisch stark. Der wird auch, glaube ich, ja, noch kommen und besser spielen. Hat mich auch für Hofbauer gefreut. Er war nah dran an ein paar Tore am Ende, aber hat wirklich hart gearbeitet und hat Fortschritte bei ihm gesehen. Das sind wirklich 3 Spieler, die seit Monaten, okay, Hofbauer nicht, aber die anderen 2 haben seit Monaten nicht gespielt und die andere, die 3 Wochen Pause, wie gesagt, alles sehr positiv. Wenn jetzt jemand sagt 11-1 und jetzt geht's nach Deggendorf, da sind die Star Bulls doch klarer Favorit. Was sagst du dem? Klarer Favorit sind wir nicht, Favorit schon, aber Deggendorf ist sehr heimstark. Ich glaube, die haben nur 2 Spiele in die reguläre Spielzeit zu Hause verloren. Eine war gegen uns. Aber ja, das
Dieses Spiel mussten wir wirklich die Positive mitnehmen, sonst wegstecken. Morgen Regenerationstraining und auf einen wirklich harten Fight am Sonntag erwarten. John, danke für die Infos. Gibt es Fragen an den Rosenheimer Trainer von Seiten der Presse? Bitte nochmal. Also die Frage nach Manuel Edtfelder, heute ja Manuel Edtfelder und auch Curtis Leinweber nicht im Kader. Gibt es da eine Prognose, wann wieder damit zu rechnen ist, dass die Spieler mit im Team sind? Schwierig. So, wir haben alle unsere bis zu 10 Tage Quarantäne und dann 7 Tage Return to Play gemacht. Seit dieser Woche Montag sind wir zurück im Training. Leinweber und Edtfelder haben auch mitgemacht, aber haben noch nicht grünes Licht von der medizinischen Abteilung. Bei Leinweber, glaube ich, wird es mindestens noch eine Woche dauern. Edtfelder ist immer noch am Eis. Sobald er grünes Licht bekommt, wird er spielen, das ist klar. Sonntag kann sein, dass es zu früh ist. Aber das hängt von medizinischer Abteilung und wie er morgen auf dem Eis im Training fühlt. Ja, ich freue mich, wenn er wieder dabei ist, aber Gesundheit ist ganz wichtig. Weitere Fragen? Keine. Dann möchte ich an dieser Stelle noch Grüße loswerden an die Kollegen vom Spray-Team in Lindau, Sebastian Schwarzbart, dann Harald Neuburger und Paul Kaschube und das ganze technische Team, das dahinter steht, für die immer gute Kommunikation mit unserem Spray-Team und auch für die tollen Übertragungen aus Lindau. Also herzliche Grüße an den Bodensee. Und ich darf dann noch hinweisen auf den nächsten Auftritt der Star Bulls. Wie gesagt, Sonntag in Deggendorf, 18.45 Uhr ist Spielbeginn. Live-Übertragung natürlich auf Spray TV. Und das nächste Heimspiel der Star Bulls ist angesetzt für kommenden Mittwoch bereits. Nachholspiel, Heimspiel gegen den Höchstadter IC, 19.30 Uhr hier im Ruferstadion. Stand heute, die aktuellen Informationen, soll das Spiel stattfinden in der jetzigen Zeit aufgrund des Infektionsgeschehens. Weiß man natürlich nie genau, was noch passiert und deswegen der Hinweis oder die Bitte, schaut's auf die Veröffentlichungen im Internet auf starbulls.de, in den sozialen Medien und natürlich auch bei unserem Kooperationspartner Oberbayerisches Volksblatt, da seid ihr immer informiert. Stand heute findet das Spiel nächsten Mittwoch statt. Wir würden uns freuen, wenn dem so ist und wenn wir uns dann alle wieder im Ruferstadion sehen. John, alles Gute für euch in Deggendorf und Stefan, gute Heimfahrt und allen, die dran waren, schönen Freitagabend, schönes Wochenende. Ciao.